Guten Morgen alle zusammen. Heute ist Freitag, das heißt der letzte Tag richtig surfen für uns, beziehungsweise offiziell surfen für uns. Heute ist die letzte Surfstunde. Wir haben ja immer noch die Möglichkeit, freiwillig irgendwie, beziehungsweise selbstständig surfen zu gehen. Aber heute ist offiziell die letzte Surfstunde, genau. Heute Nachmittag machen wir auch noch was richtig Cooles, aber das erzähle ich euch noch nicht. Das werdet ihr dann ja später in dem Video sehen. Genau, aber wir packen hier gerade unsere Sachen zusammen. Dann sind unsere Surfboards und unsere Wetsuits. Genau, packen wir gleich alles ein und dann geht es auch schon los. Dann werden wir wieder abgeholt. Wir haben gerade eine Runde am Strand gechillt. Ich und Charlene sind nicht surfen gegangen. Wir gehen vielleicht später nochmal surfen, weil wir machen ja gleich noch den Fallschirmsprung. Dann wollen wir vielleicht danach surfen gehen. Ja. Schauen wir mal. Aber wir sitzen jetzt jedenfalls bei Chick-fil-A. Endlich haben wir Chick-fil-A. Wir haben gerade bestellt und jetzt kommt unser Essen gleich und wir freuen uns so übelst. Ich glaube, ich heule gleich. Unser Essen ist angekommen. Wuhu. Charlene hat gerade schon probiert. Ist geil. Übelst geil, oder? Ich freue mich so unnormal. Wir sind hier jetzt bei diesem Skydiving-Ding angekommen. Charlene ist schon voll am Ausrasten. Ich bin noch ein bisschen gechillt, nicht mehr so gechillt wie heute Morgen. Aber bei mir kommt das halt immer erst kurz vorher sowas. Wir haben hier eben schon ein paar gesehen, die hier runtergeflogen sind. Und das sah auf einmal so schnell aus, dass das richtig gruselig ist. Jedenfalls gehen wir da gleich rein und müssen wahrscheinlich erstmal Papiere unterschreiben und sowas. Ja, dass falls dann wir sterben sollten, dass sie nicht haften dafür. Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Und wir haben viel zu viel gegessen gerade. Ich meine, Chick-fil-A war geil, aber es war viel zu viel. Das war echt ein Fehler. Wir haben gerade quasi eingecheckt und unterschrieben und so weiter. Voll süß, die hat gesehen, dass ich bald Geburtstag habe. Jetzt habe ich so ein Shirt von denen gekriegt, wo Birthday Girl draufsteht. Richtig geil. Jedenfalls müssen wir jetzt noch eine Stunde warten, bis es losgeht. Also haben wir noch ein bisschen Zeit zu verdauen, aber wir dachten, dass wir jetzt gleich sofort um 3 schon springen. Aber ist wohl doch nicht so. Ja, deswegen müssen wir jetzt noch ein bisschen rum. Larissa, welcome to Go Jump Oceanside, girl. I'm so excited. What are you excited for? What are we gonna do? Jump out of a plane. Indeed, from 13,000 feet. Yeah, that's 4,000 meters. Yeah. That's a lot. Yeah, who's here with you? She was like, friend. Yeah, we were talking to my. Hi, ladies. What's up? I'm so excited. Are we celebrating anything or just having some fun? Just having some fun. Okay. Yeah. Whose idea was this? I don't even know. Like, it was a group effort? Yeah. Group effort? Okay. Anything you want to say to your friends or family watching this? No. I don't know what to say. I'm just going to say, Scheiße.
at the beginning, but it was so much fun. It's so pretty. It's beautiful, yeah. Right? Like, what was your favorite part? Plane, it's so cool just to see the world, I guess. Yeah. Know? Yeah. Awesome. Awesome job. Leute, wir sind wieder zurück auf dem Boden. Wir sind raus. Flugzeug ist froh. Ich komme gar nicht drauf, klar. Ich bin gerade voll am Ausrasten. Oh, mein eines Ohr oh tut aber Gott, weh. Ich bin ja, ihr wisst ja, dass ich so ein bisschen Probleme habe mit Druck auf dem Ohren. Und ich habe überhaupt nicht dran gedacht, deswegen habe ich meine Stöpsel auch nicht mitgenommen. Mein rechtes Ohr geht, aber mein linkes tut ein bisschen weh, aber auch nicht ganz so schlimm. Ja, das war aber mega heftig. Und wir waren komischerweise, also die Boys, die das da alles, also die Leute, die da arbeiten, die mit uns runtergesprungen sind und so, waren alle mega nice, richtig nett. Deswegen waren wir überhaupt nicht aufgeregt, wir haben uns richtig wohl gefühlt, die waren richtig cool. Aber ja, wir werden jetzt gleich zur Bank fahren, noch ein bisschen Geld abheben, weil wir das ja auch bezahlen müssen hier. Und dann fahren wir wieder zum Hotel und dann würde ich sagen, quatsch ich nochmal in Ruhe mit euch und erzähle euch das und so weiter. Und ja, also machen wir uns gleich erstmal auf den Weg und wir sprechen später.